Prinz Philip galt als eines der geistreichsten Mitglieder der britischen Königsfamilie. Doch seine Witze und kontroversen Äußerungen sorgten bei den Anwesenden oft für Verwirrung. Sogar Königin Elizabeth war nicht sicher vor dem besonderen Sinn für Humor ihres Mannes und der Rest der Familie hatte Angst, Philip noch einmal zu provozieren, und das, wie sich herausstellte, nicht ohne Grund. Einst wurde der Herzog von Edinburgh von seinem eigenen Sohn, Prinz Charles, lächerlich gemacht, zu dem er, wie Sie wissen, ein schwieriges Verhältnis hatte. Während eines der Familienessen begann Prinz Philip über sein Alter zu sprechen und sagte, dass er vorhabe, den 95-Jahre-Meilenstein sicher zu überschreiten. Der Herzog von Edinburgh führte dieses Thema fort und scherzte, dass das Geheimnis seiner Langlebigkeit und der seiner Frau darin liege, dass sie den Thron vor Prinz Charles beschützen. Diese bissige Bemerkung von Prinz Philip war das Ergebnis einer langen Konfrontation zwischen ihm und Charles, die sich aufgrund der unterschiedlichen Ansichten zwischen Vater und Sohn entwickelte. Der Herzog von Edinburgh teilte nicht die Ansichten von Prinz Charles zur Institution der Monarchie. Laut Prinz Philip könnte sein Sohn ihr erheblichen Schaden zufügen, wenn er König von Großbritannien wird. Dennoch zeigt Charles als Monarch ein Bekenntnis zu den traditionellen Werten der britischen Monarchie und versucht auf jede erdenkliche Weise, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Wie erinnern Sie sich an Prinz Philip?